Zählt das Kurzarbeitergeld als Grundrentenzeit? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben wieder eine Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24 und da ging es schlicht und ergreifend um die Frage, zählt das Kurzarbeitergeld als Grundrentenzeit? Der neue Gesetzesentwurf zum Grundrentengesetz vom 21. Februar diesen Jahres sieht vor, dass wir, um einen Grundrentenanspruch zu haben, mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten nachweisen müssen. Zu den Grundrentenzeiten zählen alle Pflichtbeitragszeiten durch Beschäftigung und Arbeit, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und Wehrdienstzeiten zum Beispiel, aber auch Zeiten des Bezugs von Krankengeld oder auch Übergangsgeld. Ausdrücklich nicht zu diesen Zeiten zählen Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosenhilfe, Hartz IV und freiwillige Beitragszeiten. Die Grundrentenzeiten sind grundsätzlich angelehnt an die Zeiten, rentenrechtlichen Zeiten für die 45 Jahre für eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. So steht es im Gesetzesentwurf geschrieben. Das heißt also, dass wir hier an sich eigentlich die Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1 mit reinrechnen müssten, aber der Gesetzesentwurf sagt, nein, darf nicht reingerechnet werden. Die Deutsche Rentenversicherung sagt aber grundsätzlich, dass wenn man in Kurzarbeit ist, das versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis mit dem Arbeitgeber ja gar nicht beendet ist. Das heißt also, diese Entgeltersatzleistung, die ja das Kurzarbeitergeld im Sinne der Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz sind anrechenbare Zeiten auf die 45 Jahre für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Der Grund ist der Kurzarbeiter hat weiterhin ein bestehendes Arbeitsverhältnis und damit ein ganz normales Pflichtversicherungsverhältnis im Sinne des § 1 SGB 6. Und genau aus diesem Grund zählt das Kurzarbeitergeld oder diese Zeiten des Bezugs von Kurzarbeitergeld grundsätzlich als Grundrentenzeiten mit dazu. Ja, diese Zeiten zählen in die Wartezeit der 33 Jahre Grundrentenzeiten eindeutig mit dazu. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.